Saisonstart auf den Campingplätzen im Wangerland. Auch auf dem Platz in Hubsiel ging es Freitag schon in der Morgendämmerung los. Bis zum Vormittag waren, so die Schätzung der Campingplatzleitung, bereits rund 120 Wohnwagen und Wohnmobile angekommen. Im Laufe des Wochenendes bauen hier schon schätzungsweise 400 Dauercamper ihr Urlaubslager auf. Ja, also ich bin heute Morgen um 5:30 hier auf dem Platz gewesen, habe die Sanitärhäuser alle aufgeschlossen, habe über Licht angemacht und war dann sowas um kurz nach 6 fertig und habe dann, die ersten Gäste standen hier schon Schlange vor der Schranke, habe dann um kurz nach 6 den Platz aufgemacht, eigentlich erst um 7, ne, aber ich war eh da und von daher haben wir dann schon um 6 aufgemacht und haben dann die ersten Gäste draufgelassen. Das frühzeitige Schlangestehen hat für die meisten Urlauber ganz praktische Hintergründe. Ja, weil man hier ziemlich früh reinkommen muss. Und diesmal mal Glück, wenn mein Nachbar da schon steht, dann komme ich nicht mehr mit dem Wagen rein. Deswegen bemühen wir uns immer ziemlich als Erste mit ihr zu sein. Warum verbringen so viele Menschen eigentlich ihren Urlaub auf dem Campingplatz? Und wieso verschlägt es sie dabei an die Nordsee, nach Hubsiel? Das ist schön. Ja, ich kenne das eigentlich. Ich war 2 Jahre. Seitdem sind wir mit dem Wohnwagen eigentlich immer unterwegs gewesen oder auf dem Campingplatz. Ich kenne das gar nicht anders. Meine Schwester ist als Baby schon mit gewesen. Also von klein auf. Ja, weil die Luft hier uns gut tut, weil es eben relativ schnell zu erreichen ist. Man also auch am Wochenende mal hier hochkommen kann. Wir sind früher genug rumgereist, haben schon vieles gesehen. Deswegen haben wir uns jetzt hier quasi einen festen Urlaubsplatz gesucht. Wir haben hier mittlerweile einen netten Bekanntenkreis und wir fühlen uns hier einfach wohl. Pferderennen, was hier so ist, angeboten wird, Pfingsten und Heringstag und alles, uns gefällt es hier sehr gut. Die Vorbereitungen liefen im Vorfeld bereits auf Hochtouren, aber bald kann die Urlaubssaison auf dem Campingplatz wieder richtig losgehen. Alles geschafft, sag ich mal, was wir schaffen wollten, ne, um es unseren Gästen hier gemütlich und schön zu machen. Und ja, so ein paar Sachen sind noch, haben Sie ja hier gesehen, die Handwerker, so Bauarbeiter sind noch auf dem Platz und so, aber ich sage mal so, das wird auch in der nächsten Woche abgeschlossen sein, sodass wir, sag ich mal, auf jeden Fall zu Ostern komplett alles fertig haben und dann auch in die Saison starten können.